Und damit begrüße ich euch zurück zum Radsportmanager YouTube-Abonnententeam Team Eurosport am Start mit dem Blick auf das Regenbogentrikot von Marcel Kittel, was wir ihm natürlich auf die Schultern gezaubert haben. Entschuldigung, Tagesformen sind nicht so wirklich gut, bis auf Louis Pockel, der natürlich eine Plus 5 hat. Ich hoffe, er kommt gut über den Berg rüber der ersten Kategorie. Eigentlich wollte ich ja auf Ausreißergruppe gehen, aber Lars Ritter ist jetzt auch nicht so richtig gut drauf. Ich glaube, ich hole erst nochmal alle nach vorne. So, Lars Ritter würde ich dann doch mal in die Ausreißergruppe versuchen zu platzieren. Ich hätte eigentlich ganz gerne auch Meschede mit dabei gehabt, aber mit der Minus 3 ist das heute nicht so der absolute Traum. Pascal Motes Minus 1, jetzt auch nicht der beste Bergfahrer. Da vorne geht jetzt allerdings schon die Luzi. Also müssen wir erstmal schauen, Max Meyer für Wildinger. Dann machen wir Meschede für Sadric. Und machen Motes für Pockel, den ich dann heute natürlich auch im Sprint mit dabei haben möchte. Jetzt muss erstmal Lars Ritter vorkommen. Das Tempo ist gerade sehr hoch. Weiß nicht, ob die Ausreißergruppe da wieder aufgefahren wurde. Jo, schaut so aus. Das ist ganz gut für Ritter. Jetzt müsste er, wie gesagt, sich nur mal durchprügeln. Hol den Prügel raus. Also was? So, komm schon. Jetzt fahr doch mal nach vorne, Mensch. Oh, das ist so ätzend. Ja, Chef, ich wollte eigentlich in die Ausreißergruppe gehen, aber ich bin von hinten nicht nach vorne gekommen. Ausreden akzeptiere ich nicht. Jetzt musst du hinterherfahren, ob du willst oder nicht. Keine rote Rakete leider. So, Rick Zabel. Oh, Jean Le Bon auch mit dabei. So, Ritter kämpft sich jetzt hier ran. Mal schauen, ob er die Jungs da vorne einholt. Die werden ja bald auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen, sobald sie sich sicher sind, dass sie weg sind. So, Paris Saint-Germain wieder am Start. TJ van Garderen. So, dann schauen wir mal. Ne, vorne fahren sie noch relativ fix. Ich hätte so gerne hier eine Doppelausreißergruppe gemacht mit Meschede und Ritter. Jetzt habe ich gerade am Mikrofon vorbeigeredet, aber ist ja egal. Hört mir eh keiner zu. So, aber Meschede mit der Minus 3 macht einfach keinen Sinn. Ritter ist auch schon mutig, jetzt mit der Minus 1 da reinzugehen, aber wir schauen mal, wer denn überhaupt hier vorne am Start ist. Natürlich der gute Herr Hulgaard, der Allegaert. Nicht nur Hulgaard, sondern auch Allegaert. Zardini, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Bonafont, mein Fondsmanager. Lamartin kennen wir. Kadri Lot. Mas Bonnet ist am Start. Und Gaudin. Das ist einer von den Gaudin. Oh Gott. So, hier kann man sich mal ein bisschen ausruhen in Rastow. So, und dann kann man jetzt wirklich mal ein bisschen sich ausruhen. Den Wert etwas runterstellen, damit wir dort auch mit dabei sind und gewinnen natürlich die Sprintwertung. Lars Ritter ganz vorne mit dabei. Etappe ist auch relativ lang, so 190 Kilometer war es, glaube ich. Blowjob Lindemann, natürlich geht es direkt auf den. Heute alles für Louis Pockel, Wildinger und Sadric werden, denke ich mal, keine Probleme heute haben. Jetzt müssen wir gleich schauen, dass wir am Berg der dritten Kategorie vorne nicht wieder abgehängt werden. Die Gruppe scheint ganz gut zu funktionieren. Relativ viele Fahrer dabei. Jetzt natürlich die Frage, wie alle über den Berg der ersten Kategorie kommen. Der sieht sehr, sehr steil aus. Also durchaus. Ich weiß nicht, welcher Berg es ist. Und das habe ich eben gerade noch angesprochen. Jetzt habe ich den Berg doch fast wieder vergessen. So, da wird jetzt auch gerade attackiert. Aber gut, Bergwertung haben wir jetzt eh keine Chance mehr. Da heißt jetzt nur, dass die Gruppe hier eng zusammenbleibt. Da hat sich der Hulgaard auch schon so abgesetzt. Selbst wenn wir den Berg der ersten Kategorie jetzt holen, wo ich gerade schauen wollte, wie viele Punkte es da überhaupt gibt. Erste Kategorie, 10 Punkte. Ja, Chalet Renard. Okay. Ja, hätte ich jetzt eigentlich eher auf einen anderen Berg getippt, aber was soll's. So, mit der 86 müssen wir hier nicht weiterfahren. Die Gruppe ist aber noch zusammengeblieben, das ist schön. Rick Zabel, natürlich der absolut beste Berg- und Hügelfahrer, dafür ist er bekannt. Sein Vater war auch schon, meine Güte, ist der die Berge hochgeflogen, der Erik Zabel, nicht Rick. Ich klaue jetzt mal ein Gag aus den Kommentaren. Der Sohn von Rick Zabel wird einfach nur Ick Zabel heißen. Fand ich witzig. Gebe ich zu, da habe ich gelacht. War super. Ganz tolle Wurst. So, jetzt bitte nicht nochmal hinfallen. Oh oh. Oh nein, Pascal Motes hat sich verletzt. Scheiße. Pascal Motes ist raus.
vor der Kopfsteinpflaster-Saison. Fuck. Aber ein ganz dickes Fuck. Pascal Motis ist ausgeschieden. So, jetzt muss Wildinger aber selber fahren. Mit Max Meyer an seiner Seite. Tempo vorne sollte jetzt nicht so hoch sein. Da vorne sehen wir auch schon das Ende. Fuck. Also Wildinger wahrscheinlich mit schwerer Verletzung raus und vielleicht sogar für die Kopfsteinpflaster-Saison raus. Also Motis, nicht Wildinger. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Oh, fuck. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Wenn wir eh hier hinten sind. Wie ärgerlich. So, Meier ist ziemlich platt. Ach komm, da kann Wildinger mal ein Wasser mit vorbringen, wenn er jetzt eh. Dann gehen wir als zweites Mal, dass er dann da vorne bleiben soll. Alter Schwede, wie ärgerlich. So, hier geht's schon in den Berg rein. Tempo ist nicht sonderlich hoch. Wir brauchen diese Gruppe auch, die 13 Minuten Vorsprung hat. Aber da sind jetzt einige dabei, die echt Probleme haben. Ritter darf die natürlich auch nicht kaputt fahren. Danach geht es noch lang genug bis ins Ziel. So, Godin ist raus. Im Berg einfach viel zu schwach. Max Meyer hat jetzt auch Probleme. So, Willinger kommt nach vorne. Sattrich hat sich da vorne ganz bequem gemacht. Dürfte aber auch gerne noch ein Stück weiter nach vorne fahren. Boah, wie ärgerlich. Achso, ich wollte gerade sagen. Pascal Motus wiederbelebt. Fuck. Nun gut, wir müssen es so hinnehmen. Ich lade es jetzt auch nicht neu. Logischerweise, es gehört mit zum Radsport, mit zum Leben dazu. Von attackiert Zardini, der auch durchaus auf Augenhöhe ist mit Lasrid, Entschuldigung. Die Attacke kam jetzt allerdings sehr früh. Bergwertung ist mir eigentlich egal, nur wir müssen jetzt hier vorne dranbleiben. So, mal schauen. Ja, Zardini ist weg. Aber wir kommen immerhin mit drei Fahrern dann hier rüber. So, dann heißt es jetzt aber wieder gut zusammenarbeiten, vor allem Zardini vorne warten. Haben wir drei Fahrer hinten dran, vielleicht kommen die beiden auch nochmal ran. Masbonet hätte ich auch gedacht, dass er mithalten kann. So, Meier ist raus, kann auf automatisch gestellt werden. Ansonsten sind unsere Fahrer gut dabei. Luis Pockel müssen wir nochmal etwas höher drehen. Sattrich ist hier dabei und da hat sich jetzt auch keiner abgesetzt. Tempo ist jetzt auch wieder rausgenommen worden. Wahrscheinlich haben einige gemerkt, dass sie die eigenen Sprintfahrer kaputt machen. Boah, fuck ey, Motis. Der Top-Kopfsteinpflasterfahrer. Ich hoffe mal nichts Schlimmes. Achso, okay, jetzt sind wir hier wieder zusammen. Dann muss ich nicht mehr fahren. Mega ärgerlich. Hulgard abgehängt, also Bergtrikot ist raus. Es kommen noch ein paar Bergwertungen. Was? Luis Bockel doch rausgefallen. Na kommt schon, Jungs, fahrt wieder ran. Oh, das ist aber doch ein. Oh, nur noch 30 Fahrer hier vorne dabei, dann war das Tempo doch nochmal höher. Müssen wir hoffen, dass Bockel da wieder rangefahren wird von der Gruppe. Aber das kann ich mir auch vorstellen. Wir sehen da vorne ja auch Sattrich und so weiter. Die Abstände sind schon nicht ganz gering. Jetzt geht es hier vor allem wieder in Gegenhang. Also hier muss man jetzt schon aufpassen. Etix macht vorne das Tempo. Frage nur für wen. Galopin natürlich dabei. Das gelbe Trikot ist am Start. Aber dann ist hier doch schon eine relativ große Lücke entstanden. Ja, eine relativ große Lücke entstanden. So eine Scheiße. Sattrich ist mit rausgefallen. Aber es ist noch so lang bis ins Ziel. Ich hoffe mal, dass die Gruppe da vorne nochmal pennt. So wie ich gerade gepennt habe, natürlich mal wieder. Quintana! Ah, Daira, Quintana. Ich dachte gerade schon. Er fährt ja bei der anderen Rundfahrt mit, glaube ich.
Fuck, Michel, da würde ich jetzt natürlich ganz gerne mit in die Gruppenarbeit mit einschalten, aber so viel bringen wird das nicht, weil er eh gleich platt ist. Holla the Wood Fairy. Wenn das so weitergeht, dann hat die Gruppe hier gute Chancen. Merkwürdiger Rennverlauf. Scheiße, dass die Gruppe da auseinandergerissen ist. Und Sattrich natürlich genau hinten dran. Fuck. So, 8 Punkte haben wir da nochmal geholt, aber für die Bergwertung haben wir keine Chance mehr. Es sind insgesamt. Boah, auf E4 sind es immer noch 7 Minuten. Das sieht für die Ausreißer momentan ganz gut aus. Und Sattrich, ja, vielleicht kommen wir wieder hier hin. Ich glaube, Sattrich muss jetzt gerade mal selber fahren. Ray und Wyss fahren ihm da sogar weg. Ist auch schön. Anderes Wort für Wyss. Wyss. So, komm schon. Da fährst du wieder ran. Sattrich muss jetzt hier natürlich kämpfen, aber es ist eine Flachetappe, also mehr oder weniger hinten raus. Bedeutet, viele Schwierigkeiten kommen da gleich nicht mehr. Wildinger cruist vorne rum. Aber da ist er wieder drin. Also Sattrich ist zurück. Ob Luis Pockel allerdings nochmal zurückkommt, hängt von dieser Gruppe hier ab. So viel zum Thema Sprint. Aber wenn er hier wieder in die Gruppe reinfährt, dann haben wir echt gute Chancen. Vielleicht wird hier ja nochmal Tempo rausgenommen. Ansonsten nicht vergessen, wir haben Lars Ritter vorne am Start. Jetzt haben wir hier in der Gruppe allerdings nur noch Wildinger und Sattrich. Mottes, alter Schwede, das ist so mega ärgerlich. Ich kann es gar nicht sagen, wie ärgerlich das ist. So, Meschede ist leider auch raus. Und Lars Ritter vorne in der Gruppe dabei, die immer noch ganz gut funktioniert. Ich sortiere gerade mal neu. So, da ist auch Mottes dann raus. Jetzt nur noch 6 Fahrer dabei. Natürlich, nachdem Jan Gravitz wegen Erkältung rausgenommen wurde, was absolut eher zu verkraften ist als ein Oberschenkel-Halsbruch oder was es auch immer ist. Und Pockel ist zu weit zurück, glaube ich. A3. Da müssen wir mal schauen, wie weit ist es zum Peloton? Naja, es sind 3 Minuten. Also, die müssen da jetzt schon richtig trödeln im Peloton, damit das noch läuft. Aber immer noch 7 Minuten für die Ausreißergruppe. Das sieht zumindest für ihn hier gut aus. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich lasse Wildinger mal ein Wasser holen, weil er noch mehr Kraft hat als Sattrich, der ja mehr verballern musste. Das hier ist die Gruppe der Favoriten. Können natürlich ganz kurz mal schauen, der Spannung halber. Galopin ist dabei, Alaphilippe, Costa, Cucar ist nicht dabei, aber gut, das war zu erwarten. Mollema ist am Start. Aru ebenfalls. Ja, die Top-Favoriten sind alle dabei. John Degenkolb allerdings nicht, allerdings in der ersten Verfolgergruppe. Also nicht zu unterschätzen, John Degenkolb für den Etappensieg, falls die Ausreißer nicht durchkommen sollten. Hier müsste dann die Gruppe mit Pockel kommen. Nee, da kommt zuerst. Hallo, Pockel? Ah, da vorne. Sorry, habe ich gerade übersehen. Meschede könnte ich dann jetzt. Achso, hat gerade Wasser geholt. Ja, dann bringt Pockel nochmal Wasser. Dann könnte ich ihn nämlich nochmal für die Nachführarbeit hier einspannen. Dann könnte er vielleicht nochmal Pockel vorbringen. Sehr interessanter Rennverlauf. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Lars Ritter vorne wieder abgehängt worden. Und zwar ordentlich. Scheiße. Ist momentan zu viel. Aber richtig abgehängt worden. Scheiße. Da haben die 100, also richtig attackiert. Fuck. Mist. Hab ich wieder gepennt, ey, ich Eumel. Ja, ist manchmal ein bisschen viel, aber es geht natürlich auch vor allem um Gesamtwertung, um mir das mal wieder schön zu reden, dass ich es wieder vermasselt habe. So, nehmen wir mal Meschede vorne in die Führungsarbeit mit rein, dass er die Gruppe nochmal ranführt. Hier sind natürlich auch einige andere Fahrer dabei, die vielleicht nicht wieder vorne mit rankommen sollten. Ach, wie ärgerlich. Kostet jetzt natürlich unglaublich viel Energie. Die Gruppe vorne funktioniert jetzt auch nicht sensationell. Und der fährt auch wieder ran. Aber das hat richtig Energie gekostet. Dann holen wir uns die Sprintwertung wenigstens. Fahren einfach mal vorbei, gewinnen den Sprint. Zielfinish. Scheiße. Ja, sehr ärgerlich. War, wie gesagt, mein Fehler. Teamchef ist schuld. Kommt hier schon das Hauptfeld? Nee, wollte schon sagen.
Oh, die Ausreißer kommen durch. Aber definitiv. Pockel ist viel, viel, viel zu weit zurück. Dann können wir Mesche da auch wieder rausnehmen. Will gar nicht, dass die Gruppe wieder rankommt. So, die Top-Favoriten sind hier in der Gruppe dabei. Wildinger und Zatric haben wir platziert. Richtung Finale sieht das gut aus. Jetzt müssen wir von Ritter ein wenig schonen. Pascal Moth ist gestürzt. Wird wahrscheinlich einiges der Saison verpassen. Vielleicht sogar die Kopfsteinpflaster-Klassiker. Das wäre natürlich extrem bitter. Oh, wir machen tatsächlich Führungsarbeit. Will ich gar nicht. Ich will, dass wir noch ein bisschen regenerieren. Aber das wird, glaube ich, nichts mehr. Da haben wir leider im entscheidenden Moment gepennt. Und so richtig Energie tanken können wir jetzt auch nicht mehr. So, jetzt geht es hier in die nächsten Hügel rein. Das wird schwierig, schwierig, schwierig. Sehr enge Straße. Muss man noch darauf achten, dass man hinten. Boah, wenn ich jetzt hier die Attacke mitgehe, dann ist er doch gleich im Arsch, der Ritter. Er geht auch gar nicht hinterher. Warum hat er jetzt die Attacke nicht? Achso, okay. Noch 1 Kilometer. Die anderen sind deutlich stärker. Das sieht man hier. Das war natürlich das Problem, dass wir da jetzt alleine hinterherfahren mussten in der Abfahrt, während die anderen sich erholen konnten. Ritter kämpft nochmal. Das ist jetzt noch andere Fahrer Blatt. Ja, Volto-Rennen ist schon was anderes, macht aber Spaß. So, alles eng beisammen. Ist auch eine ganz gute Gruppe hier am Start. Wenn er eine bessere Tagesform hätte, dann wäre das sicherlich auch nochmal etwas vorteilhafter für Lars Ritter. Weil die Ausreißergruppe, der Etappensieger wird auf jeden Fall vorne aus der Gruppe kommen. Pockel. Ja, das war's. Also es sind jetzt 3 Minuten auf das Hauptfeld. Der Plan wird schon mal nicht aufgehen. Hätte nicht gedacht, dass das Tempo so selektiv sein wird. So, jetzt bitte nicht wieder in eine Lücke reißen lassen. Das hat Ritschen Wildinger, das hat so gut funktioniert auf der letzten Etappe, dass wir da vorne mit am Start waren. Jetzt wird das Tempo hier hinten allerdings auch nochmal richtig hoch. Ich lasse beide trotzdem weiterhin frei fahren. Das Ritter sehen wir da oben, aber das war es jetzt auch. Das ist durch. Na, guck mal, Pascal Moth, das fährt da hinten. Das ist jetzt vorbei für ihn. Mal schauen, ob er da nochmal an die zweite Gruppe wenigstens rankommt. So, und einer hat sich vorne abgesetzt. Ich glaube, Zardini ist es. Jo. Er macht immer gerne Urlaub auf den Sardinen. Sardinien. So, jetzt müssen wir uns ausruhen und einfach hoffen, dass die Gruppe hier vielleicht nochmal vorne ranfährt. Vielleicht aber auch nicht. Aber Sardini macht jetzt auch nicht die Anstalten, als wäre er dort top motiviert. Müssen wir jetzt auch wieder aufpassen. Sattrich und Wildinger. Ein Stück nach vorne. Beziehungsweise wir können es aber auch einfach so machen. Mal zu Joaquim Rodriguez vorfahren. Ach ja, schade, dass Pockel nicht dabei ist. Schon Degenkolb eigentlich hier in die Gruppe wieder vorgefahren oder hat er jetzt wieder Probleme? Er scheint dann doch rausgefallen zu sein im Endeffekt. Blowjob Lindemann dabei. Also interessanter Rennverlauf. Ritter jetzt wieder in der ersten Gruppe am Start. Aber hier vorne wird jetzt gar nicht mehr gefahren. Ich denke mal, da sind alle auch ein bisschen mit den Kräften am Ende. Lars Ritter auch keinen grünen Balken mehr. Also da ist der Ausdauerwert dann auch zu schlecht. Können nochmal das Energiegel nutzen, aber das wird uns nichts bringen. Er wird nur noch mitrollen können. Und wenn die hier vorne weiter so trödeln, dann kannst du hier hinten natürlich auch nochmal vielleicht den Etappensieger geben aus dieser Gruppe. Mal schauen. Also wie gesagt, Ritter, keine Chance. Wenn die jetzt hier nochmal leicht das Tempo erhöhen, ist er raus. Wobei hier Fahrer dabei sind, die auch nicht einen besseren Ausdauerwert haben. Aber die Etappe war natürlich extrem anstrengend. Und jetzt ist er auch durch. Vielleicht kommt er noch als Fünfter rein. Vielleicht schnappt ihn das Hauptfeld noch. Schade, er war der Bestplatzierte. Betonung liegt auf war. Und hier hinten ist das Tempo raus. Das ist jetzt eher verwunderlich.
Aber gut, es gibt nichts mehr zu gewinnen, auch nicht wirklich viel zu verlieren. Winner Anaconda hier am Start. Wildinger, Sadric haben eine gute Beschleunigung jeweils und wir sind bei den Favoriten dabei. Ja, eigentlich haben wir alles erreicht, was wir wollten. Ritter wirklich wieder mal ordentlich gekämpft, aber es sollte dann leider nicht sein. Aber hat ja auch sein erst. Ui. Matthews und Costa. Dann machen wir doch nochmal hier eine kleine Spritztour. So, ach herrje, jetzt holen die noch die kompletten. Nee, für den Etappensieg wird es nicht reichen. Aber mal schauen, was das Hauptfeld so macht. Sprinten wir nochmal. Gute Platzierungen springen auf jeden Fall raus. Mal schauen, vielleicht holen wir noch ein bisschen Zeit raus. Nee, da kommt das Hauptfeld. Aber Wildinger 6., Sattrich 7., Ritter dann leider von der Gruppe noch überfahren worden. Also wie Wash the Stampede. Einer meiner Lieblingsanime früher gewesen. Trigun oder Triggern habe ich früher eigentlich immer gesagt. Wash the Stampede. Da sehen wir Meschede. Und Pockel, der leider abgehängt wurde. Dann schauen wir nochmal. Max Meyer natürlich noch unterwegs. Aber der nimmt auch 200 Kilo mit über die Berge. Hat sich aber heute im Gruppetto gut ausruhen können. Der grüne Balken ist jetzt nicht mehr so ganz viel da. Aber da können wir zufrieden sein. 6., 7. Zardini dann im Endeffekt doch noch gewonnen, die Ausreißergruppe. Matthews und Rui Costa waren davor natürlich noch. Ich hoffe, die haben keine Zeit gut gemacht. Aber gut, Rui Costa sollten wir am Berg dann eigentlich im Griff haben. Also sehr spannende Etappe. Interessant, leider habe ich den einen Fehler in der Ausreißergruppe gemacht, aber Lars Ritter wäre im Endeffekt trotzdem platt gewesen, glaube ich. Das wäre schwierig geworden. Wir gehen mal zur Siegerehrung. Zardini, ich würde sagen, verdienter Sieger. Matthews, Rui Costa haben keine Zeitbonifikation, keine Zeit gut gemacht, haben auch wir auch nicht auf das Feld, was auch okay ist. Weiterhin Platz 6 und 7, beziehungsweise ich glaube, wir haben sogar ein bisschen was gut gemacht, weil da jetzt der Sprinter Brian Bucard rausgeflogen ist. Meschede in der Bergwertung. Lars Ritter auf 5 dort. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das weiße Trikot haben wir auf jeden Fall auf den Schultern. Kommen auch die Fashion-Mädels in Gelb raus. Und dann geht es jetzt natürlich wieder weiter nach Italien. Und die 7. Etappe machen wir auch noch in dieser Folge hier, Paris-Nizza. Das wird dann wirklich die wichtigste Etappe. Madonna du Tell. Da wurde das Telefon erfunden. So, neuer Tag, neues Glück natürlich wieder. Mutt ist verletzt, scheiße. Schädelbruch, ei, nein. Ich hasse Schädelbruch. Also, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, yay, Schädelbruch, da freue ich mich drauf. Fuck. Mitte April. Ja, fuck. Verpasst die Kopfsteinpflaster-Saison. Runde von Flandern, Paris-Roubaix. Alles ohne Pascal Mottes. Scheiße. Wie ärgerlich, verdammt nochmal. Boah, das ist echt zum Kotzen. Nun gut, wir müssen es nehmen, wie es ist. Verletzungen gehören zum Sport dazu, ist jetzt auch nichts Neues. Also dann kommen die üblichen Floskeln raus. Konzentrieren wir uns auf das Sportliche, ohne Pascal Mottis zu vergessen. Wir haben jetzt natürlich alle vorne auf dem Trikot stehen. Rest in Peace. Nein, Quatsch. Wir machen es jetzt wie Manchester United für Gündogan. Gündogan, das G wird ja nicht gesprochen hinten. Haben wir auf dem Trikot stehen. Farewell. Machet gut, mein Freund. War schön mit dir. Nee, gute Besserung natürlich.
an Pascal Mottis schnell wieder gesund werden. So ein Schädelbruch, das kennen wir von Jan Ullrich damals vom Let's Play, der allerdings sich einen Schädelbruch zugezogen hat, ohne zu stürzen. Was nur Jan Ullrich kann, muss man auch nochmal sagen. Also Pascal Mottis hat es wenigstens auf die Fresse gelegt. Jo, das ist eine große Schwächung für unser Frühjahr-Team. Kopfsteinpflaster war fest eingeplant mit Pascal Mottis, der sich wahrscheinlich auch selbst darüber ärgern wird. Gut, konzentrieren wir uns ein bisschen auf das Sportliche. Tirreno Adriatico, wir fahren um die Bergwertung. Wir versuchen, Benny Fjord wieder in die Ausreißergruppe zu schicken, um sein grünes Trikot zu verteidigen. Ist das grün hier? Ich glaube ja. Tirreno Adriatico hat immer so komische Farben für die Trikots. Wir haben sehr gute Tagesformen. Ja, wir haben sehr gute Tagesformen. Ja. Ausgezeichnet. So, Benny Fjord mit der Plus 1, auch sehr schön, steht auch vorne schon dabei. Wir haben zwei Trikots. Sagen erstmal allen Jungs, dass sie hier vorne hinfahren sollen. Versuchen, Benny Fjord wieder vorne zu platzieren. Und schauen, dass wir mit Pellegrini hinten raus vielleicht attackieren. Hallo, fahrt mal los, Jungs. Dauert mir zu lang. Matze Hinck auch eine Plus 4. Alter Schwede. Ich will gar nicht. Natürlich. Ach, fuck. Wir haben viel zu viele gute Fahrer. So, Reuter mal für Seifert. Das denke ich mal schon okay. Schmidt für Pellegrini. Dann haben wir jetzt noch Matze Hinck und Joel Harry, der aber heute mit einer Null mehr oder weniger raus ist. Auch von der Beschleunigung. Entschuldigung, von der Beschleunigung. Gerade Kaffee getrunken. Versagt einem ab und zu mal die Stimme. Lübbers. Ach, guck mal hier, der gute Lübbers. Lampard ist dabei. Der Rim. Der macht aber den Rim-Job. Buongiorno. Ernsthaft? Cranker Shit, Cianosta auch dabei. So, Benny Fjord kann jetzt mal auf die Jungs warten. Ich hoffe mal, dass das Feld nicht reagiert. Doch, es reagiert, aber vielleicht auch eher wegen Buongiorno als wegen mir. Ja, also wegen uns. Wegen mir. Da geht immer nur um mich. Um Michi. Deswegen will ich lieber Vasi genannt werden, weil Michi einfach scheiße klingt. So, Lübbers haben wir am Start, Lampard haben wir am Start. Ja, keine Nachführarbeit, also keine Führungsarbeit übernehmen. Und hier wird trotzdem weitergefahren. Dann darf Benny vielleicht doch diesmal nicht weg. Benny Fjord. Nee, scheint auch so zu sein. Dann sparen wir uns die Kraft gerade mal. Hängen uns nochmal an Buongiorno dran. Schauen wir uns das doch mal aus der TV-Kamera an. Ja, die wollen uns nicht wirklich weglassen. Have also Feeling. Okay, nee, die wollen uns nicht rauslassen. Was ja verständlich ist. Benny Fjord durchaus ein guter Fahrer, habe ich mir sagen lassen. Carsten Grunewald haben wir natürlich auch so ein bisschen vergessen jetzt für die Tagesplanung. Die Gruppe scheint weggehen zu dürfen. So, gerade eine sehr merkwürdige E-Mail bekommen. Ich probiere es gerade ein letztes Mal noch, zu schauen, ob es wirklich nur an Benny Fjord liegt. Oder ob es auch an Buongiorno lag. Es wird generell hinterhergefahren. Mal schauen. Ja, okay, es liegt an Benny. Dann sparen wir uns die Kraft und nutzen Benny heute dann eben als Edelhelfer. Können ja vielleicht sogar die Attacke anfahren. Ups, so, das war sowas nicht gemeint. So, wer hat denn noch keinen Beschützer heute für den Tag? Ja, Matze Hinck haben wir als Beschützer drin. Dann würde ich es lieber eher anders machen. Dann sind Grunewald und Harry so ein bisschen als Joker unterwegs, die sie ja die ganze Rundfahrt eigentlich schon sind. Bin sehr gespannt auf die Bergankunft, ob wir da alle Fahrer auch gut platzieren können vorne. Leider jetzt keine Ausreißergruppe. Bergtrikot kann damit natürlich dann auch weg sein. Wir könnten jetzt Nachführarbeit machen für das Bergtrikot, damit wir dann eben
gleich am Berg der zweiten Kategorie wieder dran sind, aber unsere Ziele sind ja durchaus etwas höher gesteckt als nur das Bergtrikot im wahrsten Sinne, oder ja, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern da kann man ja schon so ehrlich sein, dass wir höhere Ziele haben. Etappen sind sehr, sehr lang hier im Frühjahr bei den Rundfahrten. Hätte ich gerne etwas kürzer. Ausreißer 5 Minuten weg. Wir schauen mal, wer dem im Endeffekt jetzt weggelassen wurde. Marcato ist dabei. Uiuiui. Dann der Cernosta, der ja vorher schon mal mit uns ausgerissen war. Der macht hinten die Nachführarbeit. Haller dabei, allerdings nicht der Österreicher. Und der gute Luxemburger Kirsch. Mit SCH. So, dann holt uns Herr Reuter mal ein Wasser. Ehrenwerte Herr Reuter, unser Zeitfahrspezialist, 81, alter Schwede. Vielleicht können wir hier noch einen Etappensieg holen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, heute, ich probiere es mit Pellegrini. Wir müssen schauen, Hink und so weiter auch vorne platzieren. Heute auch die 80 am Hügel, alter Verwalter. Eigentlich krasser Scheiß. Sogar besser am Hügel als Pellegrini, den wir aber für die Bergetappe natürlich brauchen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Boah, das ist schon übel, wenn man so viele gute Jungs hat. Carsten Seifert heute mit der Plus 3 darf man auch nicht vergessen. Könnte natürlich auch mit ihm einfach versuchen, so schnell wie möglich über den Hügel zu kommen. Aber ich will vielleicht auch ein paar Sekunden gut machen auf die Konkurrenz. So, die Etappe heute geht mal etwas schneller, weil wir niemanden in der Ausreißergruppe haben, was auch mal ganz angenehm sein kann. Valico, die Kolle, Quickly, natürlich. Quickly. Berg kann man ganz, ganz schnell hochfahren. So, sind auch alle vorne am Start. Jo, keiner hinten im Feld dabei, das ist gut. Jetzt nochmal ein Wasser. Das gute Leitungswasser aus Til Schweigers Restaurant. Ja, Skandal, Til Schweiger verkauft Leitungswasser für 50 Euro. Den Liter. Ne, irgendwie 17 Euro der Liter oder sowas war das, glaube ich. Und Seifer, die jetzt da ein bisschen zurückfallen. So, Matze Hink hat auch ein bisschen Probleme. Wobei das sich doch gar nicht so widerspiegelt. Er hat nur Probleme, die Position zu halten anscheinend. So, jetzt sind so ein paar 50 Kilometer. Reuter und Seifert sind ein bisschen zurückgefallen. Ach komm. Was soll der Geiz? Einmal die 80 geben. Ist ja die. Achso. Das habe ich natürlich ausgerechnet den falschen ausgewählt. So. Huiuiuiui. Das ist doch durchaus anstrengender. Boah, hier vorne jetzt aber Tempo extrem hoch, egal welche Position man inne hat. In der Ebene Pellegrini natürlich noch nicht ganz so stark, aber heute doch durchaus besser, als das eigentlich ist. Wir sehen, es kommt jetzt ein Rundkurs. 43 Kilometer immer noch. Ausreißer werden auch nicht durchkommen, ist jetzt mal meine gewagte Prognose. Schmidti vor. Ja, wir haben Schmidt für Pellegrini. Ja, Benny hat natürlich schon ein bisschen Energie verballert am Anfang. Ich weiß nicht, ob er unbedingt nochmal eine Attacke initiieren kann. Also ich setze heute alles auf die Karte Pellegrini, weil er einen guten Beschleunigungswert hat, auch wenn er heute Matze Hink am Hügel besser ist. Aber wie gesagt, wir müssen sehen, dass es im Endeffekt noch eine lange Bergankunft gibt und da ist Matze Hink noch nicht gut genug am Berg. Auch wenn wir Etappenfahrer trainieren, super Allrounder, er kann quasi alles. Beschleunigung müsste man vielleicht auch nochmal ein bisschen was machen. Machen wir nochmal ein Wasser. Ich glaube, das müsste reichen. Ja, 34 Kilometer. Ich probiere es nochmal mit Christian Reuter, aber ich glaube, er kommt dann nicht mehr vor, leider. Berg der zweiten Kategorie steht an und jetzt heißt es schon mal Position vorne halten. Weil jetzt, wenn einige auch außen wieder nach vorne kommen. Ja. Fjord und Hink machten das gut.
Wir kriegen die nochmal ein Stück nach vorne. So, und dann beginnt jetzt die entscheidende Phase. Vielleicht können wir heute die Tagesform nutzen. Jetzt will ich noch nicht attackieren, weil es dann zu lange ins Ziel ist. Der Anstieg hier ist auch nicht sonderlich lang. Wird auch so, ja, 2-3 Kilometer maximal sein, eher 2 Kilometer. Aber sehr steil, da kann man vielleicht dann auf kurze Distanz noch versuchen, was zu reißen. Vielleicht kommt Christian Reuter auf der Abfahrt nochmal nach vorne, wenn er jetzt noch den gelben Balken mit rüber rettet. Er ist schon ziemlich platt. Aber vielleicht schafft das noch. So, Pellegrini in sehr, sehr guter Position. Jetzt beginnt die Anfahrt. Es sind 10 Kilometer bis zur nächsten Bergwertung. Für die Ausreißer für uns noch 12. Bedeutet, es sind dann halt auch tatsächlich noch rund 10, 11 Kilometer vom Gipfel ins Ziel. Das sollten wir aber hinkriegen. So, komm Reuter, gib nochmal alles. Bring nochmal ein Wasser. So, links rüberziehen und dann Wasser bringen, Junge. Du schaffst es. Jawohl, das sieht gut aus. Da hinten sehen wir schon, geht's in den Hügel rein. Da vorne die 20 Kilometer Marke für uns. Oh, das Tempo raus. Da kommt das Tempo wieder. Jetzt habe ich überlegt, ob ich attackiere. Vorne geht's los. Da ist auch die steile Passage. Wir riskieren es. Komm, hau rein. Hinten wird es jetzt auch schnell. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. So, müssen wir alle unsere anderen Mitfavoriten natürlich mitnehmen. So, Matze Hink, Grunewald haben wir. Ja, Harry. Ja, da kann es schon schwieriger werden. So, Energie wird gefressen. Vorne Pellegrini attackiert. Schanosta und so weiter, alle über den Haufen gefahren. Hau rein, Junge. Komm, der rote Balken kommt eh nicht mehr wieder. Aber es ist doch ein ganz schönes Stück bis ins Ziel. Alter Schwede. Vielleicht doch etwas viel. Jetzt kommt nochmal eine Abfahrt. Kwiatkowski, Injao sind dabei. Schanosta, Bargi, hier kommen Fjord und Hink. Wo sind Harry und so weiter? Grunewald kommt. Sollen den Wert doch auch nochmal etwas höher stellen. Ja, Seifert ist raus, das ist klar. Gut. Kann Pellegrini das durchziehen? Es ist noch ein ganz schönes Stück bis ins Ziel. Ja. Vielleicht besser, wir warten auf die beiden. Uns da ein bisschen dranhängen. So, mal schauen. Na, die nehmen jetzt auch raus. Drecksäue. Eine Minute Vorsprung, Jungs. Kommt schon. Fahrt. Thunderfahrt. Macht Thunderfahrt. Kwiatkowski nicht der beste Bergfahrer. In Yao auch nicht. Pellegrini vorne dabei. Wer kommt denn hier jetzt? Einer von uns? Matze Hink natürlich. Na klar. Der Mann hat es einfach drauf. Unglaublich. Hat sich auch nochmal abgesetzt vom Feld. Grunewald macht hier allerdings die Nachführarbeit, das muss nicht sein. So, wo ist Harry? Ebenfalls mit dabei. Und Benny Fjord ist platt. Jetzt schauen wir wieder bei Pellegrini vorne rein, der jetzt leider in der Führung ist. Vielleicht kommt Matze Hink ja nochmal ran. So, müssen wir schauen, dass hier vorne keine Attacke oder sowas. Doch, da kommt die Attacke. Es sind noch 4,1 Kilometer. Können nicht mitgehen. Wir müssen unser Tempo fahren.
Wir fahren den Sprint von vorne. Matze Hink ist gleich durch. Okay, das habe ich jetzt auch ein bisschen falsch kalkuliert. Scheiße, aber Matze Hink ist wie gesagt auch nicht so mega wichtig. Hier hinten kommt das Hauptfeld. Pellegrini fahren wir den Sprint von vorne. Natürlich Kwiatkowski ein mega Beschleuniger. Wir probieren es. Hat unser Hinterrad, der Sack. So, komm Pellegrini, zieh's durch. Hol den Etappensieg für uns. Oh nein, Eniao kommt noch vorbei, der Sack. Boah, und wie. Aber mit Macht. Da waren wir zu früh im Wind, aber wir sind gut in der Gesamtwertung auf jeden Fall dabei. Kwiatkowski war da natürlich momentan der Führende, wird am Berg aber einiges verlieren. Matze Hink kommt hinten ums Eck geschossen. Wird dann hier mit der Gruppe gewertet, wo Harry Grunewald auch dabei sind. Hink hätte besser abschneiden können heute, als er es dann tatsächlich gemacht hat. Aber wir haben uns dann auf Pellegrini konzentriert. Hink sich sogar abgesetzt hinten. Jetzt dann leider, wie gesagt, ein bisschen... Er ist mit der Gruppe angekommen, das ist okay. Hui, da kommt Benny Fjord, Seifert. Ja gut, das wäre wahrscheinlich nichts geworden. Dafür war das Tempo zu hoch. Die Attacke von Pellegrini war aber ganz gut gesetzt. Kwiatkowski und Iñárritu sind dann mitgegangen. Von der Beschleunigung sind wir dann doch etwas unterlegen. Mich wundert allerdings, dass Iñárritu im Endeffekt gewonnen hat und nicht Kwiatkowski. Aber das macht echt Spaß. Wir müssen in der Gesamtwertung jetzt auch langsam auf Plan sein. Oh nein, Kirby hat aufgegeben. Och Mensch, der arme Kirby. Also, wir sind wirklich gut am Start. Mal schauen, wie es dann im Endeffekt ausgeht. Also, 36 Sekunden waren es dann, die wir gut gemacht haben. Bedeutet, alter Vater, wir haben das Führungstrikot. Hä, hat der Kwiatkowski nicht das rote? Ach so, das ist ja, ach Gott, das rote Trikot ist ja wieder was anderes. Also, Pellegrini in Führung, das blaue Trikot ist ja das Führungstrikot. Ach, man kommt hier ein bisschen durcheinander mit den ganzen Farben. So, Bergwertung hat Benny Fjord jetzt nicht mehr auf seinen Schultern. Da ist er halt leider nicht in die Ausreißergruppe gekommen. Punktewertung sind wir auf Platz 9 mit Pellegrini. Gibt hier auch nicht so viele Punkte im Ziel. Das weiße Trikot tragen wir drunter. Da haben wir die Vierfachführung. Und Teamwertung führen wir auch. Also, sehr erfolgreich bei Tirreno Adriatico. Jetzt sogar im Führungstrikot. Die Bergetappe kommt noch. Allerdings, das hier ist dann die fünfte Etappe. Die werden wir in der nächsten Folge spielen. Es kommt auch nochmal ein 10,2 Kilometer langes Abschlusszeitfahren. Da wird Pellegrini dann allerdings nicht ganz so stark dabei sein. Da müssen wir schauen, dass Kwiatkowski zum Beispiel ein bisschen distanziert wird am Berg. Aber das war sehr, sehr gut. Bin zufrieden mit. Gut, dass wir auch auf die andere Gruppe gewartet haben. Also auf Kwiatkowski und Iñárritu. Ich glaube, das hat uns echt nochmal ein bisschen Körner gespart. Und den Sprint musste ich von vorne fahren. Ich dachte, vielleicht können wir es packen. Dem war leider nicht so. So, in der World Tour liegen wir natürlich vorne. Da gab es ja bislang nur die Tour Down Under. Die anderen World Tour-Rennen zählen da noch nicht mit rein, beziehungsweise nur die Etappensiege. Da gibt es nicht besonders viel. Super Prestige sind wir auf Platz 3 in der Einzelwertung. Benny immer noch in Führung. Carsten Seifer dort, aber wie gesagt, ist auch nicht so aussagekräftig. Super Prestige schon eher. Da ist Adam Yates vorbei. Carsten Seifert auf 13. Und unsere anderen Fahrer kommen jetzt erstmal so richtig in Form. Ristucchino nun sehr gut mit 139 Punkten. Lars Ritter, Wildinger am Start. Philipp Brandt, Jan Krawitz, Pellegrini, Reuter. Also sehr viele Fahrer, die auch schon platziert sind. Natürlich auch immer durch die Teamzeit fahren, die wir ja sehr gut bestritten haben bislang. So, jetzt kommen wir zu einem der Höhepunkte. Die Folge wird auch wieder relativ lang gehen, ist aber nicht schlimm. Wir machen das sehr ausführlich. Ich spiele das relativ langsam, so wie es mir eben auch am meisten Spaß macht. Ich habe jetzt auch noch selten Kritik gehört, dass das ziemlich langweilig sein soll. Wie gesagt, ich mag das nicht, wenn man dann in vierfacher Geschwindigkeit den Berg hochjagt oder sowas, sondern ich muss dann, gerade wenn man so viele Waffen am Start hat, also ich nenne euch jetzt Waffen natürlich, ich als alter Waffenlobbyist von der NRC. Nee, NRA, oder? National Rifle Association. Oh, bei den Favoriten auf Platz 2 und 3. Oh Gott, das hättet ihr nicht sehen dürfen. Das hättet ihr nicht sehen dürfen. Jetzt stehe ich unter Druck. Natürlich wieder unsere Doppelspitze Wildinger-Sattrich. Wir haben Edelhelfer am Start mit Grunewald und Harry. Bin ich bei der richtigen Rundfahrt? Nee, stimmt, bin bei der falschen Rundfahrt. Das bringt ja echt durcheinander. Muss gleich nochmal schauen. Aber wir haben die Teams ja extra so ausgewählt. Na Quatsch, wir haben Meschede und Ritter dabei für den Berg, die an unserer Seite sind. Und
Die Tagesform. Sadric minus 2. Fuck. Wildinger plus 1. Fuck. Also müssen wir doch eher auf Wildinger setzen. Ja, wir haben leider nur noch 6 Fahrer dabei. Ansonsten würde ich eine andere Taktik machen. Aber wir müssen jetzt von vornherein die Jungs... Beziehungsweise wir können... Ja gut, die anderen werden eh gleich abgehängt. Max Meyer. Machen wir es doch so. Max Meyer erstmal für Sadric und Pockel erstmal für Wildinger. Dann können Meschede und Ritter sich erst nochmal ausruhen. Und wenn die anderen beiden abgehängt sind, dann schicken wir sie da davor. Aber heute zählt es natürlich. Es sind 174 Kilometer. Ausreißergruppe ist tabu. Die Jungs fahren allerdings vielleicht etwas weit vorne. So ein bisschen weiter zurück können wir schon. Anfang noch ein bisschen Kräfte sparen. Ich würde sagen, es wird sich sowieso alles am letzten Berg abspielen. Wir wollen aber natürlich wachsam sein. Und immer wenn ich das sage, bin ich irgendwann nicht mehr wachsam. So, wie gesagt, ich komme ein bisschen durcheinander manchmal mit den Rundfahrten. Aber das ist bei Tirreno und Paris-Nizza häufig so. Jetzt sind wir wieder in Frankreich unterwegs. Hier, wie gesagt, mit der Doppelspitze. Ich bin sehr zufrieden, wie in der Breite bei Tirreno das läuft. Gerade Matze Hink macht einen extrem guten Eindruck. Natürlich auch eine Tipptopp-Tagesform gehabt. Theoretisch hätte er die Etappe eben auch gewinnen können, aber Pellegrini, wie gesagt, ist unser Mann für die Gesamtwertung. Benny Fjord allerdings enttäuscht ein bisschen. Aber hat er in Australien Tour Down Under schon richtig gute Leistung gebracht. Aber hier hätte ich schon gedacht, dass er bei diesen Hügelankünften etwas besser abschneidet. So, wir sehen in die Schluchten rein. Vierfache Geschwindigkeit. Cote Coursegul. Coursegul. Ach, das klingt einfach scheiße. Französisch ist so eine schöne Sprache. Dann machst du einen Cote Coursegul. Klingt nach Gulli. So, Max Meyer kann noch. Er hat heute auch die Plus 1, also lassen wir ihm mal Wasser holen. Berg ist ja wie gesagt nicht sonderlich steil. Max Meyer hätte ich lieber bei Tirreno dabei. In der Anfahrt für Carsten Seifert. Aber den nächsten Sprint werden wir bei Tirreno auch nicht mehr mit eigener Sprintanfahrt fahren. Dafür sind die zu schwach, die wir dabei haben. Wir suchen uns ein Hinterrad und versuchen so dran zu bleiben. Cote La Cigale. Hier die Abfahrt. Ich hoffe, es stürzt keiner. Das wäre echt bitter. Nachdem wir Pascal Mottes schon für den Höhepunkt seiner Saison verloren haben. 9 Fahrer vorneweg. Wir machen mal den kurzen Überblick. Ruben Plaza am Start. Sardini, der ja schon eine Etappe gewonnen hat. Lammertink, dann die üblichen Verdächtigen. Isagirre ist dabei, alter Vater. Masbonet wieder. Der Moser, der immer rummosert. Bonafont, Hulgard und Paterski. Natürlich, jede Gruppe braucht ein Para. Wildinger heute mit der 82 am Berg. Das ist natürlich nice. Sadric behält seine 81, verliert aber ein bisschen Ausdauerwert. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Neuerung gewesen. Ich hoffe, sie behalten das bei. Für den 17er. So, jetzt sind Pockel und Meyer raus. Das ist jetzt zu schnell geworden und jetzt müssen wir switchen. Meschede lieber für Wildinger. Dritter für Sadric. Und ihr beide seid jetzt leider raus. Das war aber klar. Leider unser Team natürlich ein bisschen gerupft. Oh, jetzt geht's hier aber richtig ab. Dann bin ich mal gespannt, wie lange Ritter und Meschede, alter Schwede. Da ist unser Team in der Breite vielleicht doch nicht gut genug besetzt hier bei der Rundfahrt. Also Ritter und Meschede in allen Ehren, aber sie gehen jetzt relativ schnell schon platt. Das sind natürlich nicht die besten Hügelfahrer. Tempo ist extrem hoch. 48 Fahrer nur noch dabei. Gut, muss man relativieren, wenn die Gruppe schon so klein gefahren ist, dann ist Tempo auch mega hoch. Huiuiui, aber jetzt kommt ja die Abfahrt. Da können wir uns nochmal ausruhen, auf jeden Fall nochmal ein Wasser holen. Das war jetzt gerade schon enorm. Und wie gesagt, bitte keinen Sturz. Es regnet nicht. Die Piste ist safe, Jungs. Nicht so weit auf die Curbs rausfahren.
sicher kommen. 42 Fahrer nur noch. Top-Favoriten sind hier natürlich am Start. So, Wasser ist voll. Brockel hinten versorgt sich selbst zusammen mit Max Meyer zusammen, der in A2 immerhin ist. Aber die werden auch nicht mehr zurückkommen. Boah, was eine ewig lange Abfahrt. Ein bisschen Angst, dass einer von unseren Jungs stürzt. Wie schaut es denn in der Abfahrt aus? Ich weiß gar nicht, ob das Sturzsicherheit ist, dann Abfahrt, oder ob das einfach generell eigentlich vollkommen egal ist. So, wir sind relativ weit hinten. Ich würde es jetzt gerade mal, gut, Tempo ist jetzt trotzdem hoch, ein kleines Stück weiter nach vorne holen. Aber Michel und Ritter haben sich jetzt auch wieder erholt. Hier wird jetzt noch Kraft gespart und wie gesagt, wir hauen alles in den Schlussanstieg rein. Ich habe aber irgendwie nicht so das wirklich gute Gefühl, muss ich sagen. Also wir sind dann doch eher bei Wildinger heute als bei Sudridge. Sardini will vorne die Bergpunkte wieder haben. Können wir mal ganz kurz vorgehen. Da ist allerdings die ganze Gruppe noch dabei. Scheint eine ganz gute Gruppe sich hier gefunden zu haben. Ja, von den Stärkepunkten passt das auch. Hulgard hat die Führung verloren. Lammertink ist jetzt im Bergtrikot virtuell. Natürlich bitter für Hulgard. Schauen, was das Tempo hier hinten macht. Es hat nicht rot geblinkt, von daher ist das in Ordnung. Aber jetzt geht natürlich quasi, das ist jetzt die entscheidende Phase von Paris-Nizza. Côte d'Uranus. Oder Duranus. D'Uranus klingt aber schöner. Tja, es klingt nicht so nach Arsch. Das ist jetzt echt schwer. Mal schauen, wie das Tempo ist, was jetzt in den letzten Berg reingefahren wird. Da müssten wir Sudridge doch vielleicht für Wildinger sogar nehmen. Dass wir da wirklich nur auf Wildinger setzen. So, jetzt kommt der Gegenhang. Meschede und Ritter behalte ich so lange, wie es geht. Dann werden wir aber später switchen. Wir werden Sudridge rübernehmen als Helfer für Wildinger, der heute auch vom grünen Balken her besser ist. Also auch die Ausdauer ist stärker als bei Sudridge. Ja, der verliert heute 2. Wildinger kriegt 3 dazu. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Na, klasse. So, letzte kleine Hügel, bevor es dann gleich ins Finale reingeht. Der hat auch nochmal ordentlich reingekickt. Wasser müsste reichen, jetzt wo Wasser von oben auch noch kommt. Von Gardowin in Gelb. Wir fahren mal an sein Hinterrad. Probieren es zumindest. Holy Coli, holy moly, nicht Coli. So, und wir sind drin. 12,9 Kilometer, Schlussanstieg Paris-Nizza. Hier fällt die Entscheidung über die Rundfahrt. Ich werde nicht attackieren. Wir versuchen mit Wildinger das so sicher wie möglich da hochzufahren. Na, Niklas Arndt hat jetzt ausgerechnet ein Loch im Zahn. Natürlich bitter. Ich will reagieren können, deswegen fahre ich ein Stück weiter vor. So, Ritter und Meschede machen das sehr, sehr gut. Also nachdem ich sie Mitte des Rennens kritisiert habe, dass sie jetzt schon relativ platt sind, sind sie jetzt in der entscheidenden Phase da, wo allerdings das Tempo natürlich auch nicht so immens hoch ist. Es sind noch 11,4 Kilometer auch bis oben hin. Wenn das Tempo langsam ist, wir nehmen es mit. Wir erhöhen erstmal nicht das Tempo. Wir sind hier nicht der stärkste Mann, auch wenn wir auf Platz 2 und 3 bei den Favoriten waren. Die Tagesform bei Sudridge lässt es nicht zu. Man weiß nicht, was die Konkurrenz für eine Tagesform hat. Jetzt wird das Tempo höher. Vichot kommt. Jetzt heißt es wirklich dranbleiben.
So, Meschede hat jetzt Probleme. Noch 8 Kilometer bis oben hin. Chavez attackiert. Die Attacke ist verpufft. Auf Sadric, komm. Sadric macht keinen Scheiß jetzt. 5,8 Kilometer. Es ist nicht mega steil oben raus. Chavez attackiert nochmal. Willinger hat jetzt auch einen 180er Puls. Nicht wieder wegdrücken lassen, Junge. Boah, jetzt ist das Tempo mega hoch. Wir sind hier in der Gruppe dabei. Boah, alter Schwede. 2,5 Kilometer. Wir sind hier gerade so in der Gruppe mit dabei. Wenn die jetzt nochmal beschleunigen können, dann haben wir echt ein Problem. Wir können hier nur mitrollen. Wir können echt sonst nichts machen. Sadric komplett platt. Wildinger wird hier hoffentlich in der Gruppe mitgewertet. Alter Schwede, da hatten wir gar keine Chance. Tempo einfach viel, viel, viel zu hoch für uns. Tony Gallopin gewinnt im Endeffekt. Alter Schwede. Da kommen wir nicht in die Top 10. Wird wahrscheinlich als Gruppe gewertet werden. Vielleicht so ein paar Sekundenabstände. Aber ich hatte ja nicht mal die Möglichkeit zu reagieren. Bin einfach nur in der Gruppe mitgefahren. Alter Verwalter. Krasser Scheiß. Da kommt Sadric rein, der heute überhaupt keine Chance hatte. Nur der 13. Platz. Also an den Bergankünften, da merkt man dann doch den Schwierigkeitsgrad. Wenn wir unten attackiert hätten, wäre es vielleicht besser gewesen, aber dann wären wir oben vielleicht auch eingebrochen. Krasser Scheiß. Also Wildinger auf 13. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir verloren haben, aber wie gesagt, ich bin nur in der Gruppe mitgefahren. Alles andere war utopisch. Rausfahren, keinerlei Chance. Und allein das Mitfahren hat uns schon platt gemacht. So, Max Meyer ist schon da. Das ist wichtig, damit wir nicht noch einen verlieren. Alter Schwede, jetzt bin ich mal gespannt. Ist alles selbe Zeit von 1 bis 10 immerhin. Gesamtwertung sind wir Sechster. Ich glaube, wir hätten in die Top 5 gemusst. Naja. Das erste Saisonziel also ganz, ganz knapp verpasst mit Platz 6. Wir haben aber immerhin das Nachwuchsfahrertrikot und Dritter in der Teamwertung. Boah, das war aber schon eine Hammer-Bergankunft. Da haben wir Glück gehabt, alles wieder selbe Zeit. Die ersten 19 Fahrer. Aber Respekt hier, Tony Gallopin gewinnt das Ding. Rui Costa, also manchmal so ein bisschen merkwürdig. Die haben nicht wirklich bessere Bergwerte als wir. Wildinger aber heute trotzdem, man hat es ja gesehen, er konnte gerade so mitfahren. Das war alles, was er konnte. Aber nun gut. Sechster Platz bei Paris-Nizza. Es gibt noch eine Abschlussetappe natürlich. Die sehen wir, ist relativ hügelig. Vielleicht kann man da ja nochmal attackieren. Jan Kravitz ist jetzt wieder gesund. Das bringt uns jetzt auch nichts mehr zur letzten Etappe von Paris-Nizza. Wäre ja eh nicht unser Topmann gewesen. So, in der nächsten Folge geht es natürlich wieder rüber nach Italien. Der Weg ist nicht weit. Dann kommt es da hier zur Entscheidung. Etappe 5 von 7 bin ich gespannt. Nairo Quintana, Contador, Froome, Warren Barguil, aber auch Diego Pellegrini im Führungstrikot natürlich dabei. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir brauchen eine gute Tagesform, um gegen die Besten mithalten zu können. Top 3 ist das Ziel. Das wird extrem, extrem schwer. Aber wir haben hier auch bessere Teamhelfer dabei. Wir haben Joel Harry mit einem 79er Bergwert am Start. Sadric war jetzt eben leider nicht in der absoluten Top-Verfassung. Aber das zeigt, Richtung Giro d'Italia sind wir ordentlich mit dabei. Aber es gibt noch viele, viele Fahrer, die besser sind. Also mir macht es extrem viel Spaß. Der Witz ist jetzt ein bisschen raus. Aber dafür ist es, denke ich mal, spannend und interessant. Ich glaube nicht, dass ich viel hätte anders machen können. Ich habe die eine Attacke versucht mitzugehen, unten, als wir noch viel Kraft hatten. Oben raus war das Tempo dann quasi sprintermäßig. Da hatten wir wieder mal keine Chance, einfach mitgerollt.
gehofft, gebankt, aber es hat dann, wie gesagt, nur zu Platz 6 in der Gesamtwertung gereicht. Trotzdem knapp am Ziel vorbei. Bei Tirreno Adriatico sieht es besser aus, allerdings sollen wir da auch die Top 3 erreichen. Also, da schauen wir mal, was wir rausholen können. Bis zur nächsten Folge beim YouTube-Abonnententeam. Bis dann.